Vor 3 Jahren kauften wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, uns einen neuen Firmenwagen. Und zwar ein Tesla Model 3 Long Range. Und das war schon mein 4. Tesla, den ich gekauft habe. Und das war genau am 30.03.2019. Und damit gehörte ich zu den ersten, nicht wirklich den ersten, aber zu dem ersten Schwung an Tesla Model 3, die in Deutschland verkauft wurden. Nun gab es einen Bericht vom TÜV, dass einer von 10 Teslas die Hauptuntersuchung nicht schaffen würde. Boah, das ging durch die Presse rauf und runter und reißerische Überschriften und so. Glaube ich solchen Berichten? Ja, eigentlich schon. Müssen wir uns aber fragen, woran kann es denn liegen? Nun, die ersten Tesla Roadster sind mittlerweile 12 Jahre alt oder so. Da kommt schon ganz schön was her. Und vor allem englische Wurzeln hat dieses Auto, was jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung nicht für die beste Qualität spricht. Ja, Lotus Elise war das Vorbild, aber es wurden sehr, sehr viele Teile dran geändert. Man weiß es nicht. Aber von denen wurden sehr wenig nur bei uns in Deutschland verkauft, sodass die zu diesem TÜV-Ergebnis nicht dazu zählen können. Ich gehöre jetzt, wie gesagt, zu den ersten vom Tesla Model 3. Und ich glaube, dieser TÜV-Report erschien Anfang oder Mitte Januar und bezog sich auf das Jahr 2021. Und damit dürften das Großteil dieser Fahrzeuge Tesla Model S und Tesla Model X gewesen sein, die hier in diese TÜV-Statistik reinfielen. Und bei meinem Model 3, das gehört eigentlich jetzt nicht dazu. Und diese Statistik ist an der Stelle nicht aussagefähig. Und wie es nun ausgegangen ist, ja anders, als ich mir und Sie sich das vermutlich vorgestellt haben, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute will ich ein bisschen wieder was über Tesla erzählen, und zwar jetzt ein 3-Jahres-Ergebnis, das mir der TÜV mitgeteilt hat. Und ein bisschen Vorgeschichte dazu brauchen wir auch. Sie wissen, ich erzähle hier ein bisschen gerne was. Und im Oktober 2017, also jetzt schon 5 Jahre her, erhielt ich mit meinem Tesla Model S 100D meinen 3. Tesla. Und ich lasse meine Hauptuntersuchung ungern in der Werkstatt machen, weil, ja, diese Abneigung habe ich bei BMW erworben, weil in den Zeiten, als ich BMW fuhr, haben die Werkstätten zur Hauptuntersuchung immer pünktlich was gefunden, was sie reparieren wollten. Und das war dann zufällig auch immer noch teuer. Und besonders die BMW-Niederlassungen haben das so gemacht, sodass ich dann relativ bald weg war bei unabhängigen Werkstätten und dann mir auch zu diesen unabhängigen Werkstätten noch eine Meinung vom TÜV geben lassen wollte, um hier wirklich die unabhängige Prüfung zu haben. Das ist nämlich jetzt nicht einfach was Unangenehmes, was diese Leute tun, sondern sie halten für ihr Geld, wenn man nachher sieht, ist ganz schön teuer geworden, erhalten sie eine unabhängige Meinung zu dem Fahrzeug und zwar nach festen Kriterien. Und das ist wichtig. Nun, und mit diesem 100D bin ich dann auch nach 3 Jahren zum TÜV gefahren. Das ist der Tesla, den ich bislang am längsten gefahren habe, fast 4 Jahre lang, bevor ich ihn gegen das aktuelle Model Y eingetauscht habe. Und wie gesagt, nach 3 Jahren über den TÜV gefahren, mit fliegenden Fahnen, und der Prüfer war des Lobes voll. Kein einziges Problemchen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Fahrzeuge, Tesla Model S und Model X, gibt, und zwar die Fahrzeuge, die mit diesen extremen Beschleunigungen, die Leute treten ohne Ende, weil halt dieser Tesla-Grin, wenn es halt so massiv vorwärts geht, die Leute so antönt. Und ich hatte ja auch einen P85D als Fahrzeug davor und der hat gemessene 3,6 Sekunden von 0 auf 100, mit der Quarzbasis gemessen, geschafft. Das war also heftig und das arbeitet am Fahrwerk, das spürt man. Ne? Und man hört so von gebrochenen Aufhängungen, anderen Wehwehchen. Und ich fahre die Teslas schnell, ja, also der kriegt nichts geschenkt, aber ich bin kein Kurvenräuber. Da ist mir zu viel Reifenverschleiß mit dabei, zu viel Seitenkräfte, muss nicht sein. Und extreme Beschleunigung habe ich nun gehabt, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Man findet das mal ganz toll, aber jeden Tag, nee, brauchst du auch nicht. Also bei mir ist da die Last auf das Fahrwerk eher geringer. Und das Tesla Model 3 ist ja nun deutlich leichter als das Tesla Model S. Ich habe mein Model S mal auf die Waage auf dem Recyclinghof gefahren
Und da brachte der 2235 Kilo auf die Waage, was erstaunlich wenig war. Also diese ganzen Gewichtsreduktionen, das war ein Allradfahrzeug, Gewichtsreduktionen, die über die Jahre beim Tesla stattgefunden haben, die haben sich schon bemerkbar gemacht. Also da war mein erstes Model S war noch deutlich schwerer und das hatte nur einen Hinterradantrieb. So, und das Model 3 wird also nur mit 1850 Kilogramm in den Fahrzeugdaten angegeben. Ich war noch nicht auf der Waage, habe ich einfach keine Zeit gefunden. Also an dieser Stelle sollte beim Tesla Model 3 eine deutliche Entwarnung beim Fahrwerk sein. Und die Beschleunigung ist mit ja, 4, so viel Sekunden, wahrscheinlich 4,6, 4,7 beim Dual Motor, sowohl beim Tesla Model 3 als auch beim 100D in einer ähnlichen Region. Also wenn das 100D keine Probleme hat, warum soll das Model 3 da Probleme haben? Naja, vielleicht haben sie an den Fahrwerkteilen gespart, weil sie billiger, leichter und sonst wie werden wollen. Kann ja auch sein. Was könnte jetzt noch sein? Rost wird immer befragt. Rost ist ja ein Thema. Das ist bei einem dreijährigen Auto nun überhaupt kein Thema. Und es wird oft angeführt, dass Tesla also keine Hohlraumversiegelung hätte. Nun, das gibt es bei zahlreichen deutschen Autos auch nicht. Auch bei Audi findet man relativ viele Fahrzeuge ohne Hohlraumversiegelung. Und warum? Nun, die Bleche haben eine Beschichtung, Cladding obendrauf. Und sie haben heute dermaßen gute Grundierungen und Lackierungen, dass man an der Stelle einfach mit der Hohlraumversiegelung an der Stelle nichts mehr macht. Dann ist der Unterboden hervorragend durch diese große Batterie abgedeckt, dass es also da auch vergleichsweise schlecht zu Steinschlag kommen kann. Dann ist vorne und hinten ist abgedeckt für den guten Luftwiderstand. Also da kann relativ wenig passieren und darum gibt es da auch keine Hohlraumversiegelung. Wenn man jetzt den Wagen nicht frisch gewaschen in eine abgedichtete Garage stellt, sollte da also nichts passieren. Eltern von einem Studienkollegen von mir haben den Wagen gewaschen. Was war das? K80, glaube ich, hieß der, haben in die Garage gestellt und da hat er vor sich hingerostet. Naja, gut, sollte man nicht so machen. Aber nach einem dreijährigen Auto sollte es mit Rosten überhaupt keine Probleme geben. Bremsen? Nun, man braucht beim Elektroauto fast keine Bremsen, da man 90% des Bremsens oder der aufzuwendenden Bremsleistung oder Bremsenergie zu vernichtenden oder in Wärme umzuwandelnden Energie, Bewegungsenergie, eben nicht in Wärme umwandelt, sondern zu 70, 80% in den Akku zurück rekuperiert. Und das nicht mit den Bremsen, sondern das geht über die Motoren als Generatoren. Wer also vernünftig fährt, bremst beim Elektroauto nicht. Dieses One-Pedal-Driving geht heutzutage eigentlich ganz vernünftig. Das birgt aber auch eine Gefahr. Wenn man zu wenig bremst, schadet das den Bremsscheiben auch. Es kann sich Flugrost ansetzen, der nicht wirklich weggebremst wird. Also man sollte sich da ein Herz nehmen und morgens, wenn man losfährt, einmal ordentlich reinlatschen in die Bremse und abends, wenn man nach Hause kommt, soll man auch einmal kräftig in die Bremse reinlatschen, damit hier solche Sachen nicht passieren. So, und nun jetzt Butter bei die Fische. Ich habe die Plakette wegen schwerer Mängel nicht bekommen. Oh, das ist aber eine Sache. 3 Jahre alt, schwere Mängel nicht bekommen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, hat mich überrascht. Und vermutlich haben sich als Zuseher jetzt auch hier überrascht, weil ich ja bislang, ich weiß nicht, vom Glück verschont wurde. Ich habe also an diesen Teslas nun wirklich nicht viel. Ich hatte was, ja, aber nun wirklich nicht viel oder irgendwelche gravierenden Sachen gehabt. Und jetzt mit schweren Mängeln da rausgegangen, das hat jetzt schon was und das will ich Ihnen jetzt an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Tja, unglaublich. Ich bin dem TÜV-Prüfer wirklich dankbar, dass er diesen Fehler gefunden hat. War letzten Endes nicht ungefährlich. Und wie der Prüfer es selbst sagte, ein E-Auto, an dem nichts dran ist, der ruckzuck durchgeprüft ist, nichts Kompliziertes und dann nur 3 Jahre erste Hauptuntersuchung, da könnte man auch schon mal zu schnell prüfen. Was er nicht machte. Er prüfte korrekt. Finde ich gut. Woran lag es jetzt? Ah ja, jetzt machen wir Cliffhanger. Kommt gleich. Aber jetzt erstmal die Reihe nach, was man so, wenn man zum TÜV fährt, was da so alles passiert. Und das Erste, was man macht, man fährt mit dem Wagen in die Waschstraße. Ne? Und zwar mit Unterbodenwäsche, weil man will dem Prüfer ja ein sauberes Auto übergeben, damit er alles sehr ordentlich sehen kann. Man hat ja nichts zu verheimlichen. Ne? Man soll ihm die Arbeit leicht machen. Und da so ein versifftes Auto da herzugeben,
ist jetzt nicht ein freundliches Verhalten dem Prüfer gegenüber. Irgendwann muss man sowieso waschen und die Unterbodenwäsche gibt es für 1,50 €. Das Geld hat man dann auch noch einmal in 3 Jahren oder später dann alle 2 Jahre. Dann hat der Wagen noch 4 Jahre Garantie. Wenn man unterhalb von 80.000 Kilometer in diesen 4 Jahren geblieben ist und wir hatten erst 40.000, 42.000 Kilometer auf dem Wagen drauf. Also wenn da irgendwas jetzt gewesen wäre mit Rost oder so, das würde über die Garantie abgewickelt werden. Also auch da braucht man jetzt nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu vertuschen und so. Ja, nee. So, den Termin macht man angenehm über die Internetseite heutzutage. Total bequem, kein Telefonieren, keine Warteschleifen. Und man sieht auf einen Blick, was frei ist, kann da mal reinschauen, dann guckt man auf seinen eigenen Terminkalender und dann kann man das passend einplanen. Und da hat sich wahnsinnig viel zum Besseren entwickelt. Es war ganz wenig los, kein anderer Wagen vor mir und auch kein Wagen nach mir. Und die Dummheit unserer Automobilhersteller mit ihrer Just-in-Time-Production und dem Aussetzen der Bestellungen bei ihren Chip-Lieferanten sollte ja nicht zu weniger Prüfungen beim TÜV führen. Weil die Leute haben ja ein Auto, fahren das weiter, wenn sie kein neues kaufen. Und ältere Autos haben alle 2 Jahre einen Termin. Neuwagen haben alle 3 Jahre einen Termin. Also im Prinzip sollte jetzt die TÜV-Häufigkeit sogar noch oder die Notwendigkeit zur Hauptuntersuchung, ich sage immer TÜV, geschenkt. Ne? Weil es früher nur den TÜV gab, bevor da liberalisiert wurde. Und jetzt gibt es noch die DEKRA und. Ne? So. Und deshalb müssten eigentlich jetzt nach wie vor eine Menge Untersuchungen dort sein. Allerdings haben bei uns in der Nähe mehrere alternative Prüfstellen aufgemacht. 2 von der DEKRA und noch einen vom TÜV dazu. Das hat jetzt die Last auf die einzelnen Niederlassungen reduziert und führt nun zu angenehmeren Zuständen für den Kunden. Aber ich war überrascht von den Preisen. Ja, nee, Konkurrenz belebt hier nicht das Geschäft. Wir haben es hier mit einem Oligopol zu tun. Und bei einem Oligopol kratzt eine Krähe der anderen nicht die Augen aus, sondern die haben ja alle vergleichbare Kosten und die ziehen dann miteinander hoch. Und mir war das vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, einem Jahr, mit dem Model S nicht so aufgefallen. Ein herkömmlicher Verbrenner kostet jetzt 125,50 Euro in der Hauptuntersuchung. Boah, das ist richtig Geld. Da ist dann die Abgasuntersuchung mit dabei. Und wenn man bedenkt, dass da man im Normalfall in einer halben Stunde durch ist, das sind schon Preise. Ne? Das sind also Werkstattpreise normalerweise für einen Stundenlohn billiger. So, E-Autos sind einfacher, es fällt diese ganze Abgasuntersuchung und damit kommt man da mit 56,60 Euro durch, weniger als die Hälfte. Ein Grund mehr, Elektroauto zu fahren. Nun gut, beim Anschaffungspreis haben sie da diese Ersparnis dann an dieser Stelle, dann bringt Ihnen wenig. Ne? So, wie läuft jetzt so eine Untersuchung ab? Normalerweise kommt der Tester mit einem Prüfgerät, OBD2-Schnittstelle, dann beugt er sich unter das Lenkrad, findet die Schnittstelle, steckt das Ding rein und liest erstmal einen Fehlerspeicher vom Fahrzeug aus. Nun, hier beim Tesla, nein, geht nicht. Da ist beim Model 3 nämlich keine OBD2-Buchse. Wir haben den ganzen Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut. Da ist nichts. Null. Ich habe eine OBD2-Schnittstelle mir selber eingebaut. Und zwar hinter der Mittelkonsole vom Fußraum von der Passagierbank hinten zu erreichen. Und da sitzt aber der Deckel dermaßen hart drauf. Und dann sagte der Prüfer, nee, was will er da jetzt auslesen? Normalerweise kommen da Meldungen vom Motorsteuergerät und so weiter. Beim Elektroauto ist das nicht. Ne? Abgas brauchst du nicht, Lambda-Sondenmeldung hast du auch nicht. Was willst du da? Ne? Also hat er sich das geschenkt. Und dann fand ich es überraschend, dass er also das Öffnen des Fahrzeuges mit dieser Chipkarte und das Legen an die Cupholder oder hinter die Cupholder vor die Mittelarmlehne zum Entsperren des Fahrzeuges, dass er das nicht kannte. Das zeigt mir also, dass zwar die Teslas da waren, er kannte Teslas und sagte da, bei denen ist alles anders. So, aber er kannte die mit den Chipkarten noch nicht. Also ich war dort, zumindest bei diesem Prüfer, der Erste, der so etwas dort zu prüfen hatte. Die Parkbremse haben wir gleich auf dem Platz
vor der Prüfhalle getestet, indem wir da bis auf, oder der Prüfer bis auf 15 Kilometer pro Stunde beschleunigt hat, dann auf die Parkbremse über eine Sekunde draufgedrückt hat und dann bremste der richtig ab. Dabei hat das Lenkrad losgelassen, da sah man, zog sauber gerade, alles gut. Und dann sind wir auf den Bremsenprüfstand gefahren. Ich durfte drin sitzen bleiben. Und mit Erlaubnis des Prüfers durfte ich auch die Uhren filmen. Ich darf bloß keine Köpfe zeigen. Das ist selbstverständlich. Bei der Datenschutzgrundverordnung macht man das auf gar keinen Fall. Und vom Ergebnis auf dem Bremsenprüfstand war ich nicht überzeugt. Es zeigte sich eine Fluktuation zwischen links und rechts. Unterschied so 10%, in der Spitze vielleicht 15%. War alles noch in der Toleranz drin. Aber für ein Auto, was man kaum bremst, ist diese Differenz doch dann ganz schön hoch. Woran liegt's? Wir haben die Bremsen dann angeschaut. Ja, zu wenig gebremst. Ne? Also die Bremsscheibe müssen wir einfach stärker rannehmen. Dann wird es ja auch sicherlich besser gehen. Ne? Hinten dann auch perfekt. Und jetzt kam dann der ganze Lichtcheck. Und da war ich jetzt auch erstaunt. Der rechte Scheinwerfer stand zu niedrig. Und der Tesla hat jetzt ja nicht so eine Leuchtweitenregulierung mit dem Rädchen. Und dann sagte der Prüfer, der guckte vorne dann und sagte zu mir, stellen Sie mal auf Null. Und ich, wo stelle ich denn hier auf Null? Da gibt es nämlich kein Null. Es gibt alles eine relative Verstellung auf und ab. Und man weiß das nicht so. Ne? Und dann guckte er und sagt, links ist richtig, rechts ist zu nieder. Und dann habe ich rechts hochgedreht. Da sagt er, jetzt ist gut. Dann fuhr er nach links und sagte, ja, passt. Und dann war dort gut. Mir persönlich, ich bin jetzt nachts wieder gefahren, steht der rechte Scheinwerfer ein Ticken zu hoch, weil so in Rechtskurven scheint ja das asymmetrische Abblendlicht weit raus und scheint jetzt praktisch auf die Gegenfahrbahn. Ist mir persönlich zu hoch, aber wenn es so nun der Gesetzgeber will, dann soll das eben so sein. Da habe ich mich nicht einzumischen, diese Sache. Und dann sind sie auf der Bühne, also am Bremsenprüfstand fährt natürlich der Prüfer alles drauf. Ne? Und dann heben sie den Wagen an und dann guckt der Prüfer und das Auto sagt, oh, da fehlt was. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, da fehlt der Auspuff. Das ist das, was er als erstes prüft, ob das Ding dicht ist, ob das heftige Verrostungen zeigt und so. Und dann blieb ihm jetzt nichts anderes übrig, als an die Radaufhängung zu gehen, weil der Rest ist nichts. Ne? Kannst nichts prüfen. Keine Lambda-Sonde. Nix. Und dann geht es also an die Radaufhängung und dort guckt er dann und da wurde er an der Hinterachse fündig. Das hintere Rad wird an einem Achsschenkel gehalten, da ist das Lager drin, da sitzt die Bremse drauf, das ist ein Gussteil, ein sehr komplexes Teil und das muss ich jetzt zum Fahrzeug auf und abwärts mit der Federung bewegen können. Dafür gibt es unten einen Querträger, der dort über ein Gummigelenk oder ein Bolzen mit Gummiführung gehalten wird, um hier Vibrationen nicht zu übertragen. Und oben wird es durch verschiedene Streben gehalten. Da kommt auch irgendwo der Stabi dann dadurch, sieht man jetzt in dem Bild. Und eine dieser Streben, die das Rad nun hält, damit es nicht einkippt oder auskippt, sondern schön im Prinzip ziemlich parallel, ist in Wirklichkeit ist eine leichte Kurve, aber ziemlich parallel geführt wird. Von dieser Strebe hat es eine Mutter, verdünnisiert. Die war weg. Und dieser Bolzen, der da nun drin ist, in dieser Gummibuchse, der diese Strebe führt, die war jetzt schon rausgewandert, so weit, dass der Bolzen gerade nur noch ein, zwei Millimeter rausschaute. Wenn der jetzt noch tiefer rausgewandert wäre, dann hätte er A mit dem Kopf an der Innenseite von der Felge geschliffen. Das wäre eine gute Sache gewesen, wenn er nicht rausgefallen wäre, sondern da geschliffen. Da hätte man es auch gehört. Blöd wäre es gewesen, wenn er so absetzt und dann diese Strebe sich verkantet und dann die ganze Radführung sich ja verdreht, eventuell sogar abreißt und man dann hinten links nicht Plattfuß, sondern die Karosserie runtersackt, wäre eine ganz blöde Sache. Und da hat er nun diese Mutter, diese fehlende Mutter gefunden. Nein, diese fehlende Mutter nicht gefunden. Also diese Mutter war weg. Und dann konnte man schön auf der anderen Seite sehen, zeige ich Ihnen auch mal das Bild, wie diese Mutter dort drauf ist. Und er versuchte dann, den Bolzen reinzudrücken, der war total fest. Also eine wirkliche Gefahr bestand nicht. Aber hätte das jetzt übersehen und das Ding wäre 2 Jahre weiter so, also dann hätte es schon gefährlich werden können. Also keine Frage, das ist nicht in Ordnung.
Zuerst wäre der Schraubenkopf also rausgekommen und hätte wahrscheinlich zuerst an der Innenseite der Felge geschliffen, hätte da einen Kratzer der Längs nach reingemacht und die Felge zerstört. Das hätte man dann gehört. Aber vielleicht wäre er hinten auch schon rausgerutscht. Und dann wäre im Prinzip der Achsschenkel nach oben und der Reifen ins Radhaus rein und der Wagen wop, nach unten durch. Ja, das wäre nicht schön gewesen. Bin ich froh, dass ich so einen akkuraten Prüfer hatte. Danach ging es im Zockeltempo nach Hause, nach München rein zur Werkstatt über die Autobahn. Never, ganz bestimmt nicht. Nach Hause und dann Tesla angerufen, Euroservice und gesagt, hier. Und dann war wenige Stunden nachher, 2 Stunden, 2,5 Stunden oder so, war dann der Abschlepper da, unheimlich schnell. Und am kommenden Tag war der Wagen dann repariert. Und am Tag drauf musste ich für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, musste ich nach Nürnberg fahren. Und da habe ich meine Frau zur Werkstatt dann mitgenommen, sodass wir hier keinen extra Weg hatten, also nur einen halben Weg zur Werkstatt extra hatten, haben den Wagen wieder mitgenommen. Am Nachmittag war ich dann aus Nürnberg wieder da und habe dann den Wagen am späten Nachmittag dann zum TÜV gefahren. Und dann hat er die kurze Nachprüfung gemacht und da haben wir uns darüber nochmal unterhalten, weil es ein anderer Prüfer. Und der sagte mir, das sind normalerweise selbstsichernde Muttern, die da drauf sitzen, die sollten nicht runtergehen. Und genau das hatte ich mit dem Tesla vorher auch besprochen, dass da selbstsichernde Muttern drauf sind. Und Tesla sagte, sie haben das selber noch nie gesehen. So, ich habe es auch noch nie von gehört, dass sowas passiert, dass es da Risse gibt, dass die Schweißnähte schlecht sind, dass da was bricht, dass da ein Gussfehler in irgendwelchen Gussteilen im Achsschenkel dran sind. Da habe ich beim Opel schon damals gesehen. Das gibt's alles. Aber dass die Verschraubung aufgeht, nee, das haben die nicht gesehen, habe ich noch nicht gesehen. Und für den TÜV war das aber nicht so ein Sonderding, ne? Sonst hätte er ja die Verschraubung da nicht geprüft, ne? Also so, es gibt jetzt verschiedene Sicherungen für Schraubverbindungen. Da gibt es also formschlüssige mit Sicherungsblechen, Stifte. Einiges von diesen Sicherungsblechen oder Federringen, da hat man die Normen zurückgezogen, das will man nicht mehr sehen, die sind nicht sicher genug. Stifte, ja, ganz wichtig, im Flugzeugbau, wo ich von meiner Ausbildung als Luft- und Raumfahrttechniker zu Hause bin, da hat man normalerweise Drahtsicherungen, häufig mit einer Plombe drauf, dass man sieht, dass da also niemand irgendwie rumgepfuscht hat. So, dann gibt es ja Loctite-Sicherungen, das heißt, das sind stoffschlüssige, so heißen die. Anderen sind formschlüssige, wie Sicherungsbleche, Stifte oder Drahtsicherungen. Und stoffschlüssige sind dann Klebstoffe, so Loctite macht man also häufig rein, auch im Flugzeugbau. Und häufig verwendet man so im Normalfall Nylon-Einsätze, die da eine erhöhte Reibung für sorgen und damit für Sicherheit. Nun, hier war keines dieser Elemente zu sehen. Vermutlich waren es Muttern mit sogenannter Sperrverzahnung. Die haben auf der aufliegenden Seite so eine Verzahnung drauf. Früher gab es solche Zahnringe, die man unterlegt. Auch die wollen sie heute nicht mehr sehen, das ist alles viel zu ungenau. Aber solche Muttern mit dieser Verzahnung gibt es noch und die spannt man und da gibt es dann eine wirklich gute Sicherung. Und ich vermute mal, weil dort liegen ja nicht Muttern ohne Sperrverzahnung rum. Ja gut, vielleicht wurde eine Mutter viel an dieser Sperrverzahnungsding raus oder das Werkzeug war schon verschlissen und die Sperrverzahnung war nicht mehr so stark. Kann man sich eine Menge vorstellen, aber dass man dann komplett eine ohne da eingebaut hätte, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Meine Vermutung ist, dass einfach dort jemand draufgeschraubt hat und dann vergessen hat nachzuziehen. Also das ist das, was ich mir vorstellen kann. Und da hatte ich schon mal ein Erlebnis und zwar kriegte ich von Toyota bei meinem letzten Toyota Avensis Kombi einen Rückruf von Toyota selber, weil Schrauben an der Hinterachse nicht angezogen waren. Also genau so ein Fall. Ich bin dann damit zu meiner freien Werkstatt gegangen, Meisterwerkstatt, innerhalb der Garantie bin ich zur Meisterwerkstatt, weil da darf man zu seinen Inspektionen zur Meisterwerkstatt gehen, ohne dass man seine Garantie verliert beim Autohersteller. Ja, wenn das fachmännisch gemacht wird. Deshalb ist auch in den ganzen Serviceheften hinten drin, was gemacht werden muss, damit also das genau übergeben ist und damit jeder Meister weiß, was zu tun ist bei einer Inspektion. So, und dann hat er mir bei der Inspektion, hat er mir die ganzen Muttern alle nachgezogen und gesagt, hat nichts gefehlt, alles gut. Und
Damit habe ich dann dieses ganze Ding ignoriert von Toyota und dann dauert es ein Jahr. Da kriegte ich dann vom Kraftfahrtbundesamt eine Aufforderung, das nun vorzuführen und so. Ja, wichtig, wenn jemand so einen Rückruf nicht macht und jetzt passiert was, Gefahr für die Allgemeinheit. Ne? So. Und ich habe dann gezeigt hier, habe meinen Kaufvertrag oder Verkaufvertrag gezeigt gehabt und gesagt, habe das Ding nicht mehr. Und dann haben sie wohl über die Fahrgestellnummer haben sie dann das Ding identifiziert, wer jetzt der neue Besitzer ist und haben dann den So, wohl bitte. kontaktiert. Nun, Fazit, sollte nicht passieren, ist aber passiert. Also seien Sie froh, wenn Sie einen guten Prüfer haben, der das prüft. Und nicht so ein Prüfer, der in der Werkstatt geht und sagt, die Werkstatt kennen wir, das sind gute Leute, da kann ich mal so schnell drüber und mein Geld machen. Nee, sondern gehen Sie zum TÜV, gehen Sie zu einer echten unabhängigen Stelle, der sagt Ihnen wirklich, was los ist an dem Auto. Fragen Sie und sagen Sie, habe ich da irgendwo einen Rost? Schaut das schlecht aus mit dem Auto? Was für einen Eindruck haben Sie? Und dann wird er Ihnen sagen, ja, irgendwo da am Getriebe, da tropft vielleicht was und der Auspuff, aber der macht schon noch mindestens 2 Jahre bis zum nächsten TÜV und so. Die sind ja alle freundlich heutzutage, ne? Die erzählen Ihnen ja alle da was. Die sind ja auch nicht mehr so unnahbar, die Herren Hochwohlgeborenen, die da das Auto nun im Staatsauftrag geprüft haben. Nein, heute machen die ihren Dienst so, wie die Vorschriften sind und sind freundlich zu den Kunden. Bitten dann den Kunden auch unter das Auto und drunter, erklären dem alle mögliche was und bringen dem da die Technik näher. Das ist also eine ganz tolle Sache. Tja, das Problem wurde professionell erkannt, professionell und schnell gelöst, aber trotzdem bleibt so ein Geschmäckle über. Ist halt so. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.